Ich möchte Ihnen nun ein paar Möglichkeiten zur Anwendung von GeoGebra 5.0, der zukünftigen 3D-Version von GeoGebra, zeigen. Anhand dieser Beispiele kann ich Ihnen ein paar Möglichkeiten zur Bedienung vorstellen, wobei Sie natürlich bedenken müssen, dass diese Version, die ich jetzt hier vorstelle, eine Testversion ist. Eine Idee zur Anwendung wäre vielleicht in Klasse 10. Dort behandelt man ja Flächen und Volumen von verschiedenen Körpern. Unter anderem muss man aber auch Einzelteile, zum Beispiel bei der Pyramide, die Höhen der Seiten, bestimmte Winkel und so weiter berechnen. GeoGebra könnte hier helfen, indem die Schüler selber ihre Lösung kontrollieren. Ich fange mal an, indem ich die Punkte eingebe. Die Seitenlänge müsste man natürlich dann irgendwie festlegen. Ich nehme jetzt mal eine Seitenlänge von 4. Und für die Spitze, deren Koordinaten ich mir jetzt hier ausrechne oder ausgerechnet habe, da nehme ich eine Höhe von 5 mal an. So, diese Punkte sind jetzt fertig berechnet. Zum Zeichnen der Pyramide gibt es noch kein Werkzeug, das muss ich von Hand eingeben. Ich gebe unten die oder zuerst die Punkte der Grundfläche ein. Und der letzte Punkt gibt die Spitze an. So, jetzt ändere ich noch ein wenig etwas. Ich mache mal eine der Flächen unsichtbar und verändere die Farben ein wenig, damit ich besser zwischen Fläche, zwischen Mantelflächen und Bodenfläche unterscheiden kann. So kann ich jetzt auch schön in die Pyramide reinschauen und habe dadurch einen besseren Einblick. Momentan habe ich noch eine einfache Parallelprojektion. Ich schalte mal um auf Perspektive, dadurch wird der Anschein noch ein bisschen deutlicher. Ja, und jetzt kann ich wie in der GeoGebra 2D-Version natürlich mir alle möglichen Werte konstruieren, zum Beispiel um die Höhe der Seite zu bekommen, nehme ich den Mittelpunkt einer dieser Kanten und zeichne einfach die Strecke hier ein. Ich kann natürlich auch die Diagonalen einzeichnen, um dann deren Mittelpunkt zu bestimmen. Und von da ab dann die Höhe einzeichnen. In GeoGebra ist es ja üblicherweise so, dass Strecken als Wert hier im Algebra-Fenster dann die Längen haben. Das heißt, ich kann direkt hier die Werte ablesen. Eventuell macht es Sinn, dass man zum Beispiel hier diese Strecken umbenennt, vor allem wenn Übungen öfters mal vorkommen. Also hier zum Beispiel den Namen Höhe angeben. Und das wird dann hier auch angezeigt. Ich kann natürlich auch eine halbe Diagonale anzeigen oder bestimmen lassen. Diese andere Diagonale vielleicht nicht anzeigen und die, die ich brauche, eben etwas dicker darstellen. Oh. Mit einer eigenen Farbe, wenn ich es zum Beispiel brauche. Das geht natürlich auch. Und wie auch in GeoGebra üblich, kann ich zum Beispiel auch die Werte anzeigen lassen als Beschriftung, wobei man dann natürlich auch einen anderen Namen verwenden kann. So, wenn ich hier den Mittelpunkt habe, kann ich natürlich hier auch noch Folgendes einzeichnen. Und mir dann auch Winkel markieren.
Das Werkzeug funktioniert genauso wie in der 2D-Version. Ich muss drei Punkte, wobei der zweite der Scheitel ist, anklicken. Falls es zu klein ist, kann ich mir das natürlich auch noch anzeigen lassen. Das geht also auch mit anderen Winkeln. Hier oder hier. So, und das Interessante ist jetzt natürlich, dass man diese ganzen Werte eben direkt ablesen kann. Es ist sicherlich sinnvoll, wenn hier die Werte, die eine bestimmte Bedeutung haben, auch einen Namen bekommen. Das heißt, ich würde zum Beispiel nicht nur Höhe, ich würde vielleicht auch sogar S als Spitze bezeichnen oder die Seitenhöhe. Ich könnte natürlich die Fläche hier auf Englisch noch umbenennen und das als Seitenfläche bezeichnen oder die Kante AB. E ist in diesem Fall der halbe Seitenlänge. Was haben wir noch? Die Diagonale und so weiter, damit man das also direkt besser ablesen kann, vor allem hier. Und alle Dinge, die ich nicht brauche, könnte ich zum Beispiel als Hilfsobjekte deklarieren. Ich tue mal kurz das Algebra-Fenster nach vorne. Ich kann ja hier Hilfsobjekte anzeigen lassen oder auch verstecken. Was vielleicht auch interessant sein kann, dass ich es nach Objekttyp sortiere, zum Beispiel alle Winkel auf einmal. Übrigens kann ich auch zum Beispiel die Spitze bewegen. Je nachdem, wie der Pfeil in der Anzeige ist, einmal draufklicken und es ändert es sich, kann ich zum Beispiel auch nach unten gehen. Hier können also dann Werte abgelesen werden. Ich denke, dass man ja auch sehr viel schöner erkennen kann, wie die zum Beispiel die Zusammenhänge sind zwischen den unterschiedlichen Seiten, dass man also etwa den Satz des Pythagoras anwenden kann, um bestimmte Größen zu berechnen oder wie man hier diesen Winkel anwenden kann mit Sinus, mit der Definition von Sinus zum Beispiel oder Cosinus. So, nun zum einen zweiten Beispiel. Dazu möchte ich erstmal den Rest löschen. So, und nun möchte ich zeigen, wie man hier in GeoGebra 3D die Parametergleichung von Geraden sehr gut verdeutlichen kann. Dazu möchte ich hier in meiner Ansicht etwas verändern, nämlich ich mache eine Grafikansicht, eine 2D-Grafikansicht sichtbar. Die ziehe ich hier nach unten und schalte das Koordinatensystem aus. Da erstelle ich mir einen Schieberegler, den ich den Namen Lambda gebe. Den Rest kann ich so lassen. Übrigens, Schieberegler lassen sich also nicht in der 3D-Ansicht erstellen und ich verwende hier also die 2D-Ansicht, um den Schieberegler eine Stelle zu geben, wo er eben vorkommt, wo ich ihn auch eben schieben kann. Ich könnte es natürlich einfach als Zahl hier ablegen. Ich möchte es gerne aber bewegbar haben, wie es wirklich beim Schieberegler ist. So, als nächstes zeichne ich eine Gerade durch zwei Punkte. Zunächst mal ungenau, indem ich einfach so etwas peile. Leider funktioniert der Punktefang hier in GeoGebra noch nicht. Verschiebe auch meine Punkte ein bisschen nach oben. Und damit ich hier glatte Werte habe, bearbeite ich die kurz. So, jetzt habe ich ganzzahlige Werte bei meinen Punktkoordinaten und kann hier meine Gerade anschauen. Übrigens, was wir noch gar nicht gemacht haben, hier ist jetzt wieder Einschalten der Perspektive, damit es also noch ein bisschen deutlicher wird. So, die zwei Punkte A und B. Man kann, wenn man jetzt hier die Geradengleichung betrachtet, die ist ja in Parameterform, sicherlich erkennen, woher diese einzelnen Koordinaten kommen. Beim
Vektor hier vorne, Ortsvektor oder wie man das auch immer bezeichnet, lässt sich das ja erkennen. Eventuell kann man auch erklären, woher dieses hier kommt. Aber wie wirkt sich dieses Lambda eben aus? Das ist eine noch nicht so einfach verständliche Sache. Das kann man aber verständlich machen. Zunächst mal, ich benenne das Ganze um. Ich brauche nämlich den Namen A für etwas anders. Und zwar möchte ich jetzt einen Vektor zeichnen, der vom Ursprung zu meinem Punkt A geht. Und das mache ich folgendermaßen. Der kleine Buchstabe bewirkt, dass ich einen Vektor bekomme. Und das A, der Punkt A, gibt mir die Koordinaten vor. Und dann habe ich hier meinen Vektor eingezeichnet. Jetzt möchte ich gerne den Verbindungsvektor zwischen A und B einzeichnen. Dazu gibt es einen Befehl Vektor Anfangspunkt Endpunkt, also von A nach B. Den nenne ich mal R wie Richtungsvektor. Bekomme den dann auch. Der ist jetzt hier nicht so gut zu erkennen, deshalb mache ich mal die gerade unsichtbar. Und jetzt ist hier der Vektor B gegeben. Wenn ich vielleicht etwas reinzoome, wird das jetzt nicht zu groß. So, jetzt möchte ich gerne den Schieberegler noch dazu nehmen. Die Gerade ist ja so definiert, dass ich eben einen Ortsvektor habe, plus Lambda mal den Richtungsvektor. Das kann man hier natürlich schön erkennen, dass das gerade so passt mit dem Richtungsvektor. Es gibt die Richtung an. Eventuell könnte man hier zum Beispiel noch die Farben und die Dicke der Linien etwas verändern, damit das also besser sichtbar wird. Jetzt habe ich es etwas verschoben. So, aber ich denke, am besten sichtbar wird es, wenn man Folgendes macht. Zum einen erstelle ich mir mal einen Vektor und dieser Vektor xg nenne ich ihn, also ist ein Punkt x auf der Geraden, der bekommt folgende wird folgendermaßen berechnet, nämlich aus a plus Lambda mal r. Und dieser Punkt, der ist jetzt hier nicht so gut zu erkennen. Ich ändere mal seine Farbe und vergrößere ihn. Und dann ist er hier zu sehen. So, und jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, mithilfe des Schiebereglers den Wert von Lambda zu verändern. Und ich denke, es wird noch etwas besser sichtbar, wenn man da jetzt einen Vektor zeichnet, und zwar vom Ursprung aus zu dem Punkt xg, den würde ich vielleicht noch mit der gleichen Farbe einfärben. Und man könnte natürlich auch noch überlegen, ob man vielleicht die Vektoren hier, Vektor a, ebenso einzeichnet wie den verkürzten Vektor, also nicht den Richtungsvektor r, sondern einen verkürzten Vektor. Und so kann ich zeigen, was es bedeutet, dass ich hier dieses plus Lambda mal einen Richtungsvektor habe, hier plus einmal, plus ein halbmal, plus 0 oder eine negative Zahl. Das kann man auch mit Text darstellen. Da das ein bisschen länger dauert, mache ich das nebenbei mal. So, und das kriegt man dann mit Hilfe von LaTeX optimal dargestellt. Und so kann ich also auch das Rechnerische ganz gut erklären, wie ich denke.